Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags, Diskussionen und Analysen, kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Google Pixel Frauenbundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Wir freuen uns. Liebe Zuschauer, eine neue Ausgabe aus dem FF, Frauenfußball-Leidenschaft. Zunächst einige Neuigkeiten, die vielleicht der eine oder andere noch nicht gehört hat. Alex Popp bricht das Abschlusstraining ab wegen Kratzen im Hals. Horst Rubisch sagt, es war eine Vorsichtsmaßnahme. Also es ist eine Information, mehr nicht im Augenblick, dürfte nicht viel dran sein oder ist keine Hinderung, da am morgigen Spiel zu spielen. Dann die TSG Hoffenheim, die trägt einen Doppelspieltag, Testspieltag aus, und zwar in der Pre-Zero Arena gegen Barca. Das ist Saisoneröffnung, und da könnt ihr dann ziemlich günstig zum Doppelspieltag kommen, weil die Herren das Spiel gegen Fulham. Auf der Webseite von TSG Hoffenheim könnt ihr da entsprechend die Karten erwerben. Wolfsburg, Riola Cemali steht nach Informationen kurz vor der Ausleihe zu PSV Eindhoven. Sie hätte zwar noch einen Vertrag, die Schweizer Nationalspieler bis 2026, aber es könnte sein, dass sie vorzeitig Wolfsburg verlässt. Tanja Pavolek, das ist eine ganz erfreuliche Nachricht für die Frankfurter Eintracht. Sie ist nach 6,5 Monaten wieder zurück beim Mannschaftstraining. Man hat sie wieder lachen und lächeln gesehen auf Fotos von der Eintracht nach 6,5 Monaten nach dem Kreuzbandriss. Maren Haberecker, Neuzugang SV Meppen, wird operiert. Sie hat einen Innenbandriss und einen Kreuzbandriss. Wir wünschen ihr natürlich gute Besserung. Dann Elisa Senz steht zur Auswahl Tor des Monats. Gegen Sambia hat sie ja dieses Tor da schön geschossen, unter die Latte. Also da könnt ihr bis zum 24. August bei der ARD entsprechend abstimmen. Dann gibt es Karriereende zu vermelden, und zwar Cindy König beendet ihre aktive Leistungssportkarriere, und sie spielte zuletzt beim SC Sand in der zweiten Frauenfußball-Bundesliga. Theresa Merck, SC Freiburg Cheftrainerin, ist Mama geworden. Ich weiß allerdings nicht, ob von einer Tochter oder einem Sohn. Wisst ihr mehr? Glaube nicht. Nein. Okay, auf jeden Fall auch da. Herzlichen Glückwunsch, und SC Freiburg hat geschrieben, Mama und Kind wohl auch, besonders die Familie. Der Vater ist ja auch manchmal ziemlich mitgenommen, ne? wenn er dann auf das Kind anstößt. Ja, dann gibt es etwas, und zwar ein Novum zu vermelden. AC Milan schützt ab sofort seine Spielerinnen und Mitarbeiterinnen, die im letzten Vertragsjahr schwanger werden. Sie bekommen automatisch zu gleichen Bedingungen den Vertrag verlängert. So wurde es in verschiedenen Medien geschrieben. So, und es kommt ein ganz schweres Wort, die Anna Maria Gorgorcevic. Schöne Gorgorcevic. Schöne Gorgorcevic unterschreibt bei Seattle Rain nach Meldungen, beziehungsweise sie hat sich schon geäußert dazu, bis 2025 von Spanien in die USA gegen eine vereinbarte Ablösesumme. Das zu den News, die ich jetzt weiß. Und wir hatten noch was, und zwar den Wechsel nach Saudi-Arabien von Charlotte. Sarah Gunnarsdottir. Gut, Saudi-Arabien, ein Land, was die Menschenrechte, Frauenrechte ja mit Füßen tritt, muss man sagen. Und dort geht sie nun hin, Fußball zu spielen. Ich kann es nicht verstehen. Wie seht ihr das? Also ich verstehe es auch nicht. Also vor allen Dingen vor dem Hintergrund mit dem Kampf, den sie gegen Olympique Lyon geführt hat, wo sie sich ja als Frau nicht gut behandelt gefühlt hat während ihrer Schwangerschaft, wie da mit ihr umgegangen worden ist, und dann in so ein Land
zu gehen, wo bis vor ein paar Jahren Frauen noch nicht mal alleine Auto fahren durften. Das kann ich irgendwie, ja, da habe ich als Frau ein Problem mit, sagen wir mal so, Ja, wenn absolut man das richtig, macht. absolut richtig. Also das ist, passt irgendwie für mich nicht zusammen. Also auf der einen Seite hier gewisse, in Europa gewisse Dinge zu kritisieren, die nicht frauenkonform sind oder ja, Die gegen Frauenrechte. Frauen sich gerichtet sind und dann sehenden Auges in so ein Land zu gehen. Den Verein kann ich nicht beurteilen. Ich habe mir die Internetseite mal angeguckt. Es ist ein Trainerteam, den Namen her würde ich sagen, Spanien, Griechisch, irgendwie so bunt gemischt von den Nachnamen her, aber kein Name, der mir jetzt direkt was gesagt hat. Und von den Spielerinnen auch, also viel aus dem arabischen Ländern, sage ich jetzt mal, also weit gefasst. Okay, Andreas, wie ist da dann deine Meinung zu? Also ich bin ganz bei Charlotte und sage, verstehen muss man das nicht, diesen Wechsel. Gutheißen auch nicht. Ich habe in unserer Facebook-Gruppe die Infos eingestellt, die mir vorliegen. Also vielleicht nicht als, ja, um es zu verstehen, sondern einfach um die Sicht der Spielerin vielleicht darzustellen. Bitte, die Zahlen sind aber nicht, ja, überprüfbar oder von mir nicht überprüfbar. Ich habe die aus englischen Quellen. Ich gehe davon aus, dass die so stimmen. Sie hat wohl bei Juve zuletzt 10.000 Pfund im Monat bekommen, Gehalt, und soll in Saudi 25.000 Pfund im Monat bekommen. Das für 2 Jahre garantiert. Sie ist über 30. Es ist sicherlich ihr letzter Vertrag, den sie abschließt. Wie gesagt, nur aus Spielerinnensicht, wenn die Zahlen so stimmen, dann war das vermutlich die Entscheidungshilfe, dass sie gesagt hat, sie geht dann, keine Ahnung, sie geht mit der Familie dorthin und ja, wohnt da eben im Nobelhotel und ja, und begibt sich eben nur in, weiß ich nicht, Einkaufszentren oder so, die geschützt und gesichert sind. Ob es Spaß macht, so zu leben, ob man so leben will, ich weiß es nicht. Wenn sie es aus finanziellen Gründen getroffen hat, wäre es zumindest erklärbar. Gutheißen tue ich es auch nicht. Aber ja, das nur als Hintergrundinfo. Wie gesagt, ohne Obligo, dass die Zahlen stimmen. Aber ich gehe mal davon aus der Quelle kamen bisher immer gute Infos, dass die schon so in etwa passen. Okay, alles klar. Wollen wir nicht weiter ausreden, das Thema, denke ich mir mal. Es ist eigentlich ihre Privatsache, doch irgendwie sollte man auf gewisse Normen und Standards doch Rücksicht nehmen und die dann auch nach außen vertreten. Also so ein Land, puh, fällt mir schwer. Okay, kommen Es wir ist die zum. Frage, ob das jetzt so das erste Signal in der Richtung ist und ob da so einige andere folgen, dann, dass das so eine Sogwirkung hat. Ich meine, so wie jetzt auch viele Spielerinnen nach Mexiko gehen. Ja, es Vielleicht ist hat jetzt die Van Zanten ist jetzt auch nach Mexiko gewechselt. Viele aus der spanischen Liga, die da so am Ende ihrer Karriere sind, spielen in Mexiko. Und da kann ja auch nicht nur das schöne Wetter ausschlaggebend sein. vielleicht hat sie auch irgendeinen Anschlussvertrag geboten bekommen, dass sie dann später Saudi-Arabien die nächste WM-Bewerbung unterstützen soll. Weil irgendwann, da brauchen wir uns nichts vormachen, wird auch eine Frauen-WM in Saudi, Katar, Bahrain oder was weiß ich, da unten stattfinden. Ja, ob man das dann auch gut findet, ist wieder eine andere Sache. Aber ich denke, könnte auch sein, dass sie da so eine Art WM-Botschafterin dann wird. Und man weiß es wirklich nicht, oder wir können nicht reinblicken in die ganzen Hintergründe. Aus unserer Sicht, die wir weit weg sind, denke ich, sind wir uns einig, dass es ein, naja, etwas seltsam anmutender Schritt ist, den wir nicht für gut befinden. Alles mal ganz vorsichtig formuliert. Okay, dann lass uns jetzt zum Fußball kommen. Da gibt es jetzt zwei Halbfinalspiele, USA gegen Deutschland, morgen 18 Uhr und um 21 Uhr Brasilien gegen Spanien. Und dazu musste man die deutsche Mannschaft Kanada schlagen. Und wie habt ihr das Spiel gesehen? 0:0 und dann Elfmeterschießen.
Bitte, Andreas, wenn du dann anfängst oder von mir, Charlotte. Also, ja, erste Halbzeit fand ich, haben wir sehr gut gespielt. Hätten auch zur Pause in Führung liegen müssen. Riesenchance wieder ziemlich am Anfang von Lea Schüller, wo sie den Ball über, also frei vor der Torhüterin, dann übers Tor lüpft. Auch später, glaube ich, nochmal eine große Chance. Clara Bühlen, nochmal Lea Schüller. Also zur Halbzeit dachte ich eigentlich, im Prinzip müssen wir 2-0 führen. Aber es läuft gut und sieht gut aus. Und in der zweiten Halbzeit ist so ab der 65. ungefähr. 65. Minute ungefähr das Spiel total gekippt. Erst hat Kanada einfach ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, mal eine Chance, eine vorsichtige Chance gehabt. Und dann irgendwie ist so ein Gewitter über uns reingebrochen und zwar nur noch Kanada am Spielen. Also ich habe gar nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist. Haben die sich zurückgehalten und gesagt, wir gehen erst nach einer Stunde richtig drauf oder keine Ahnung. Ja, Und sie haben ja dann. auch offensiv getauscht, ne? Darf man nicht vergessen. Das war dieser Dreierwechsel. Mit diesem Dreierwechsel von Kanada kam dieser Ja. komplette Bruch bei uns rein. Also wir Genau. sind schon nicht gut in die zweite Halbzeit gestartet irgendwie. Aber es ging immer noch so. Aber mit diesem Dreierwechsel von Kanada kam der totale Bruch für Kanada musste ja zur Halbzeit auch die Kapitänin Jessie Fleming rausnehmen wegen leichter Verletzung. Also das hat ja, da hätte man ja eher annehmen können, das gibt nochmal einen negativen Bruch. Aber plötzlich waren die im Spiel und dann war dieser katastrophale Abwehrfehler, als Kathi Hendrich da über den Ball schlägt. Das muss eigentlich ein Tor für Kanada sein. Da hat Ann-Kathrin Bleiger super reagiert. Und ansonsten war die zweite Halbzeit dann eher so, dass, also mein Eindruck, ich war froh, dass wir es dann in die Verlängerung geschafft haben. Ich habe gedacht, jetzt mal durchschnaufen, neu sortieren und dann steht es immer noch zum Glück 0-0. Also ein seltsames Spiel, das eigentlich zur Halbzeit für uns entschieden sein müsste und dass wir in der zweiten Halbzeit eigentlich verlieren müssen. Also wenn man die Statistik sieht, also ich habe, der DFB hat ja auch so eine Statistik Ja, verschickt, bitte. wie das, also in der ersten Halbzeit war das Chancen plus und auch Ballbesitz alles auf unserer Seite und aufs gesamte Spiel gesehen, 44 zu 20 Torschüsse, davon Ja. 15 zu 5 aufs Tor, Ballbesitz 53-2 zu 46-7. Pässe 82%, angekommene Pässe zu 78%. Gewonnene Zweikämpfe 53% zu 46,9. Also außer bei den Ecken und haben wir eigentlich nichts mehr plus gemacht in der, also dann aufs gesamte Spiel gesehen. Und insofern hat's das komplett auf den Kopf gestellt, die zweite Halbzeit mit der Verlängerung im Endeffekt. Ja, ich habe auch eine ähnliche Statistik aus dem anderen Portal und zwar über das ganze Spiel gesehen: 54% Deutschland, 46% Ballbesitz Kanada, Großchancen zum Beispiel 3 zu 3. Schüsse gesamt, ja, Schüsse gesamt aufs Tor wird das sein, 22 zu 14, also für Kanada wieder. Paraden hat man 1 zu 5, das heißt, die deutsche Torhüterin musste mehr Paraden zeigen, um Tore zu verhindern. Eckstöße waren 13 Eckstöße für Deutschland zu 3 Eckstöße Kanada. Also da sieht man dann auch wieder so ein kleines Übergewicht, aber auch wieder die mangelnde Effektivität, was wir ja vorher gezeigt haben bei Eckstöße, da hätte man eigentlich aus 13 Eckstößen machen können, ist aber nicht. Was du gesagt hast mit Pässe, hier hat man 607 Pässe auf der deutschen Seite, 512 auf der anderen Seite. Das sind ja geglückte Pässe. Grätschen hat man hier, Freistöße auch wieder ein kleines Übergewicht bei Deutschland. Gelbe Karten hat man natürlich gewonnen, das Duell. Dann hat man drei gelbe Karten bald auf deutscher Seite. Aber insgesamt vielleicht doch, wenn man das Ganze so ein bisschen sieht, mit Verlängerung, mit den beiden Hälften, ja, unentschieden, war eigentlich gerechtfertigt. Ob es 0-0, 1-1, 2-2 gewesen, kann man eigentlich sagen, oder? Sidney Insgesamt. Lohmann hatte noch so einen dicken Kopfball. Also auch in der Verlängerung war ja eigentlich eher Kanada aktiver oder eher am Drücker. Gegen Ende der Verlängerung sind wir dann wieder besser geworden. Und dann war diese
dieser Kopfball an die Latte hätte natürlich auch die Entscheidung sein können für uns dann. Aber ja, ich weiß nicht, unsere Abwehr nach wie vor nicht richtig sattelfest, obwohl wir zu null gespielt haben natürlich. Aber ich bin der Meinung, also Kathi Hendrich mal wieder mit einem großen Bock und auch sonst nicht unbedingt souverän. Und was ich beim letzten Mal, letzte Woche auch schon gesagt habe, für mich spielt Julia Gwynn zu offensiv als Rechtsverteidigerin. Wenn sie Rechtsverteidigerin sein soll, wenn sie im Mittelfeld aufgestellt ist oder als rechter Flügel, okay, aber dadurch ist hinten oft eine Lücke. Da auch Lob für Jule Brandt, die viel Laufarbeit gemacht hat, nach hinten immer wieder Lücken zugelaufen hat oder für Gwynn nach hinten Lücken zugemacht hat. Vorne drin bleibe ich dabei, Brandt hätte mal eine Pause verdient, um es positiv zu sagen. Ja, sie ist mutig, sie geht immer ins Dribbling, sie geht immer ins 1 gegen 1, aber es kommt fast nichts bei raus. Sie sieht ihre Mitspielerinnen nicht oder sie läuft sich im Dribbling fest und ich würde ihr mal eine Pause gönnen. Und ja, aus dem Mittelfeld heraus, ich habe mich zwischendurch im Spiel tatsächlich mal gefragt, es spielt eigentlich Poppy mit? Ach ja, doch, da ist sie ja. Ja, ein bisschen provokativ jetzt gesagt, sie fiel nicht sonderlich auf, finde ich. Und das nicht zum ersten Mal. Also hat sie ihre Rolle irgendwie nicht so gefunden im Team oder so, die Anführerin der Mannschaft. Und wenn man nachher, weiß nicht, sprechen wir nachher nochmal dezidiert über das Elfmeterschießen oder Ja, machen wir gleich noch. dann halte ich mich jetzt da noch zurück. Aber ja, das sind so ein paar Ja, Entscheidungen. Und auf der linken Seite, Feli Rauch hat sich ein bisschen stabilisiert in den letzten beiden Spielen, aber das Zusammenspiel mit Clara Bühl passt nicht so, wie es mit Sarai Linder gepasst hat. Und Bühl hat sich eben auch oft festgelaufen oder nicht so viel nach vorne gebracht, wie, ja, wie man nach außen. ich möchte mal so ein bisschen die Offensivkräfte in Schutz nehmen. Wenn man überlegt, was die nach hinten arbeiten, was die nach vorne arbeiten, die laufen 12, 13 Kilometer, aber auch im Mittelfeld 12, 13 Kilometer pro Spiel, alle 3 Tage ein neues Spiel, also wieder 13 Kilometer, und zwar im Tempo, also nicht irgendwo auf dem Platz die Runden, sondern im gleichen Tempo, sondern die müssen auch mal zwischendurch den Sprint anziehen, müssen sich wieder fallen lassen, müssen reagieren. Es ist nicht ganz einfach. Das sind junge Frauen, die enorm was leisten. Ja. Charlotte, dir liegt das Wort auf den Lippen. Ja, ich wollte zu Poppy nochmal sagen, das, was gegen Sambia war, dieses sich fallen lassen und so weiter mit Sjoerke Nusken, dieses Zusammenspiel, das hat komplett gefehlt, was wir ja gedacht haben, dass das wieder kommt, was das zumindest der Bernd Schmelzer ja gesagt hat. Spielen die heute wieder so wie gegen Sambia, aber das war ja überhaupt nicht. Also entweder war es nicht gewollt, das weiß ich nicht, oder sie haben es nicht probiert oder Kanada hat es irgendwie unterbunden. Also, dass das nicht funktioniert hat, so wie sie das wollten. Ich weiß es nicht. Also, das sind so Sachen, die dann auch auffallen und damit drückt Poppy auch irgendwo in so ein Niemandsland, sage ich jetzt mal, dass sie nicht so auffällig ist. Ja. Also, Was ich bemerkenswert fand, dass er einen Wechsel sozusagen wieder ausgewechselt hat mit Endemann, wie er gemerkt hat, dass das nicht funktioniert hat. Und das ist ja, gehört für mich ja schon so ein bisschen zu dem Thema Höchststrafe. Aber man muss sagen, es hat schon belebt dann dieser Wechsel, das Spiel in der Verlängerung dann nochmal in den letzten Minuten, wie Elisa Sens kam für Endemann. ja, Aber bloß, das ist natürlich wirklich die Höchststrafe und die hat nachher wirklich geheult, ne? Also die war völlig ja. aufgelöst, ne? Weil, ja, das ist auch für Kerle und auch für Frauen einfach, Ja. das ist eine Bestrafung, ne? Man weiß ja auch nicht, was sie machen sollte, wie sie es machen sollte. Vielleicht hat sie die Rückwärtsbewegung nicht so hingekriegt wie die Jule Brandt. Keine Ahnung. Ist jedenfalls schade, ja, dass der Trainer dann so eine Maßnahme ergreift. Das waren dann nur ein paar Minuten, die sie da gespielt hatten. Aber er hat's gemacht. Also ich meine, da Ja. gehört auch ein gewisser Mut zu, wir haben kritisiert, also zumindest ich habe ihn vor Ort kritisiert, dass er gegen USA
praktisch nicht gewechselt hat, ja, und dann so eine Entscheidung wieder zu treffen, gehört schon auch was dazu, so wie Ja, gegen USA nicht zu wechseln. er ist sehr mutig, ne? Das Ja. auch gegen alle Stimmen hat er nun Berge gebracht und die wird er auch weiterhin bringen, was ja auch absolut Ja. richtig ist, ne? Das ist ja auch gewisser Ja. Mut, die Nummer eins abzulösen. Also er ist so, die Denke, die er hat, ist etwas konservativ, also so wie wir es früher halt gelernt haben, ja? Und wenn er jetzt mit seinen Offensivkräften defensiver spielt, dann glaube ich, dann ist es auch wirklich so, wie früher, dass man mit Offensiven dann eben halt auch Defensiven spielen kann. Und also nicht diesen ganzen Mannschaftsverbund wieder auseinandernimmt, indem man da neue Spielerinnen reinbringt. Er hat jetzt ein Grippe gefunden, eine Stammelf. Und ich denke mir auch, diese Stammelf wird auch gegen USA wieder an den Start gehen, weil jede Änderung bringt wieder etwas Neues, also wieder was gewöhnen. Und dann gegen so einen starken Gegner wie USA wird das schon gefährlich. Also er denkt sehr konservativ, never change the winning team. Oder wenn eine Mannschaft verliert, sagt er, ich gebe der Mannschaft nochmal eine Chance. Also er motiviert natürlich auch damit, manchmal vielleicht auch demotiviert. Ja, ja dann möchte noch einer was zum Spiel sagen. Ich denke mal, wir haben das meiste dazu gesagt, ist ja auch, jetzt kommen wir zum Elfmeterschießen, also zu den 90 Minuten, 120 Minuten, jetzt kommen wir zum Elfmeterschießen. Und da hat sich ja nun was ergeben, das war ja fantastisch, ne? Ja, Andreas. Ja, also Ann-Kathrin Berger ist ja sowieso bekannt als Elfmetertöterin oder dass sie eben gut im Elfmeterschießen ist. Sie hat für Chelsea schon ein, zweimal sehr, sehr gut gehalten. Und da hatte ich auch das Gefühl vorher oder so, das gute Gefühl, ich dachte, also ein oder zwei hält sie bestimmt. Und dann ist einfach die Frage, hauen bei uns alle fünf ihren Elfmeter rein, dann sind wir durch. Ist leider nicht der Fall gewesen. Lohmann hat drüber geschossen, aber ja. Berger hat zwei gehalten und ja, passt fast zu der ganzen Geschichte, dass sie dann mit den entscheidenden Elfer auch selber noch verwandelt. Aber was ich noch sagen wollte, also im Elfmeterschießen geht Julia Gwin voran, wie sich's für eine Leaderin, für eine Kapitänin gehört. Schießt den ersten Elfmeter. Wichtig, Zeichen setzen, Mannschaft mitnehmen. Ja, der letzte Elfmeter wäre dann eigentlich ein Fall, da muss die Kapitänin aber spätestens ran. Das habe ich vorhin gemeint. Also da hat sich für mich Alex Popp auch ein bisschen versteckt. So ich vor der Verantwortung gedrückt. Weder den ersten noch den letzten. Also ja, Wir krass. wissen Wir wissen nicht, ob es man das nicht. so sagen kann. Also ich meine, sie schießt im Verein keine Elfer. Also ich wüsste nicht, wann sie mal einen Elfer geschossen hat, außer vielleicht im Elfmeterschießen. Und ich denke, es gibt Absprachen, ja, wer Ja. schießt. Und wenn da Horst sagt, er will die und die haben und sie sich auch nicht nach vorne drängt, sage ich jetzt mal, weil sie weiß, sie ist nicht die sichere Schützin, dann kann ich Hat ja das, auch also noch von finde ich der. das sogar eher gut. Und Julie Quinn ist ja auch die Vizekapitänin, also Vertretung, also von daher ist da auch die richtige mit, hat angefangen oder ist vorne rangegangen. Aber auch da muss man sagen, da ist ja der Entscheider, Mitentscheider ist ja Horst Rubisch. Ja, Äh, die, und Ber ich. die, die Ann-Kathrin Berger schießen zu lassen. Das ist auch mutig. Also wenn wir schon vom Mut sprechen, dann ist auch diese Mitentscheidung sehr mutig. Oder? Ja klar, natürlich der Trainer oder das Trainerteam entscheidet, aber die Spielerinnen auch, die müssen ja auch sagen, ich fühle mich gut, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, das, was Charlotte gesagt hat, passt aber ja zu dem, was ich als Kritik gegenüber Alex Popp so ein bisschen geäußert habe. Sie geht eben nicht voran. Und sie ist, für meinen Eindruck, ist sie einfach ein bisschen unauffällig in diesem Turnier. Sie ist nicht das große Vorbild, wo die anderen mitreißt. Ist ja richtig, wenn sie sich nicht gut fühlt oder nicht sicher fühlt, dass sie dann keinen Elfmeter schießt. Klar, es passt aber ins Bild, dass sie eben nicht die Leaderin im Team ist. Das sind Ja, andere. wir dürfen nicht vergessen, Andrea, wir dürfen natürlich nicht vergessen, sie ist verletzt auch ins Turnier reingegangen und hat dann auch zwischendurch Probleme gehabt und wurde auch ganz schön abgeräumt. Ne? Ich glaube, im Sambia-Spiel war das.
Wenn sie dann sagt, meine Muskulatur ist oder ich fühle mich einfach nicht in der Lage oder ist mir zu unsicher, kann man das nur als positiv bewerten, meine ich. Unterschiedliche Meinung, Andreas. Ja, ich habe es auch nicht zu negativ verstanden wissen. Ich sage nur, es passt für mich ins Gesamtbild, dass eben nicht die Ja. Athletin die Leaderin in diesem Turnier ist. Das sind andere. Das ist einfach ein Eindruck, den ich gewonnen habe. Ich will sie Das jetzt kannst du ja auch gerne nicht, so benennen, das ist ja in Ordnung. will dir Ich jetzt nicht glaube es. darstellen oder zu negativ darstellen. Das ist einfach ein Eindruck, den ich hatte. Und ja, das diskutieren wir ja hier ganz Ja, offen. Ich natürlich. Das glaube, dass Horst sie auch in eine andere Rolle reingepackt hat, wie das bei Martina war. Bei Martina war sie so komplett die vorne dran. Also auch, sie war ja auch die immer vorne gespielt hat. Also von dem Ganzen, was Martina Voss-Tecklenburg von ihr wollte. Und ich glaube, dass Horst sie da anders eingroovt in die Mannschaft. Also da eine andere Position für sie hat, die dann so das eine oder andere mit beinhaltet dann auch. Und dadurch, Ja, dass sie ja. nicht mehr ganz vorne spielt, ist sie halt nicht mehr so auffällig für uns auch, was wir halt die ganze Zeit gewohnt waren, dass wenn sie da ist, sie da entsprechend präsent auftritt. Und es waren ja jetzt auch einige Spiele in der Nations League, wo sie auch gar nicht gespielt hat und eigentlich jetzt erst wieder im Olympiaturnier wieder eingestiegen ist. Die letzten beiden Spiele in der Euro-Quali oder Nations League oder was auch immer, hat sie ja gar nicht gespielt. Also ich glaube, sie hat einfach eine andere Rolle und damit ist sie unauffälliger für uns. Kann durchaus sein. Okay. Aber wer auffällig war, war einfach Ann-Kathrin Berger, die da toll pariert hat, die den entscheidenden Elfmeter geschossen. Ich wehre mich dagegen, dass diese Elfmeter haltbar waren, die sie da abpariert hat. Auch einen schlecht geschossenen Elfmeter muss ich doch erstmal parieren. Ich muss doch in die richtige Ecke rein. Es gab den zweiten Elfmeter, wo sie in eine falsche Ecke reingegangen ist, der war genauso schlecht geschossen. Ne? Also diese Kritik an Katrin Berger, die ist mir zu persönlich, absolut zu persönlich. Da geht es gegen die Person an Katrin Berger. Und das ist nicht mehr sportlich. Das ist einfach, das widert mich persönlich, widert mich das an. Ja? Weil sie hat wirklich im 1 gegen 1 Deutschland gerettet, da wo gerade die Henrich daneben gehauen hat. Dann hat sie noch andere Paraden gezeigt, wo sie gut gehalten hat. Gut, da muss man sagen, eine Nationaltorhüterin muss so ein Ding dann auch vielleicht halten. Aber die Elfmeter hat sie mit Bravour gemeistert, hat die Schützinnen auch nervös gemacht, indem sie die Hände hinterm Rücken hatte. Das kannten die gar nicht. Meistens gucken die Also immer ich habe auch wo. ein bisschen dumm geguckt, ehrlich Ja, gesagt. ja. Wie steht die denn da? Na, also Meistens das guckt man fand ja, ich ne? schon Wie auch reagiert die bemerkenswert. Torhüterin, ne? Also das ist Also schon toll gewesen. Und bei dem einfach schon Elfmeter hat sie dann nochmal auf den Ball gezeigt, ziemlich spät. Und dann musste man den nochmal zurücknehmen, den Ball. Hat die Schützen natürlich da wieder hingelegt, aber trotzdem Probleme gekriegt beim Ausführen. Und man kann das nur als hervorragend herausstellen. Und nicht jetzt nochmal wieder Ausreden suchen, nur weil man Ann-Kathrin Berger nicht mag, zu sagen, die Dinger waren haltbar. Also das ist ja. völlig, völlig daneben. Das ist persönlich. Und persönlich an der Sportlerin irgendwas zu mäkeln, ist unmöglich. Jetzt kommt ihr. Du, dem ist nichts hinzuzufügen. Also ich war begeistert. Also von daher, Absolut begeistert. ich war ja sowieso dafür, dass sie spielt. Also ich habe das irgendwo letztens schon mal gesagt, ich glaube, wir in Marseille waren, dass ich mal zum Ann-Kathrin Berger-Fan werde, in Anführungszeichen. Hätte ich jetzt für mich auch nie gedacht, ja. Also, aber sie ist für mich im Moment einfach die sichere Variante, ja. Das Sie ist ist, der ohne Ruhepol. Merle bös zu wollen oder, ne, das ist, im Moment ist sie einfach die bessere, also die Sie ist für präsentere das und Team, für die Taktik des Trainers, ist sie die beste Torhüterin. Und zwar auch mal, dass sie einen Unterfang, aus welchen Gründen auch immer, und sie dann eben so weit draußen steht, dass sie als Libero die Dinger noch dann meistern kann.
Das macht so Merle nämlich nicht. Aber wir wollen, Merle ist eine super Torhüterin, überhaupt keine Frage, hat tolle Spiele gemacht, hat uns auch bei der WM den Arsch gerettet, auf Deutsch gesagt. Aber es gibt eben halt gewisse Vorteile. Hohen Bällen, sie fängt die Dinge ab, sie strahlt Ruhe aus beim Abstoß, Abwürfe, Abstöße kommen in den Fuß. Ja, natürlich geht auch mal ein Abstoß zum Gegner, ja, ist ja logisch, das macht schon 100% genaue Abschüsse. Also auch da wird ja nun auch gesucht, absolut lächerlich, muss ich sagen. Ja, und wissen wir, was für ein Mauseloch da im Rasen war, ja, wo du hängen bleibst und den Ball nicht so triffst, wie du den treffen willst. Das ist, ne, So das kann man das passiert auch vielleicht jeder für sie sehen, genau. Feldspielerin, fünfmal im Spiel, wenn man es mal genau nimmt, ja, Ah, der wo du Abklatscher sagst. gegen USA, den sie da abgeklatscht hat. Ja, gut, es ist ein Fehler. Wenn ein Torwart einen Fehler macht, ist er drin. Wenn ein Mittelstürmer Ja, die aber Dinger da trifft. standen aber auch noch ein paar Verteidigerinnen, die ihn auch hätten wegschlagen können, den Ball. Ja, Ich also nehme das mal den kannst du auch, Andreas, ich nehme mal den ne? Andreas mit rein, sonst. Ganz genau. Also kein Feldspieler hat eine hundertprozentige Passquote. Selbst der Toni Kroos hat es nicht erreicht. So passiert er eben, dass er für die Spieleröffnung auch zuständig ist, mehr oder weniger bei uns. Passiert ihr das eben auch, dass ihre weiten Abschläge oder ja, ihre weiten Bälle von hinten raus mal beim Gegner landen. Und ja, sie hat auch Fehler gemacht im Laufe des Turniers, aber trotzdem strahlt sie eine Ruhe und eine Sicherheit aus und die strahlt auch auf die Mannschaft oder auf die Mitspielerinnen aus. Das spürt man doch, dass die ein gutes Gefühl haben, da hinten drin steht eine, auf die kann ich mich verlassen. Ich Ja, muss nicht, ich muss beim Eckball, muss ich nicht zum Kopfball gehen, weil ich weiß, da ist die Anka Berger, die fängt den ab. Beim Freistoß, der hoch in den Strafraum kommt, weiß ich, Anka Berger kommt. Und das ist nun mal so. Wer jemals Fußball gespielt hat, der weiß, dass das ein Grundstein in der Abwehr ist, dass du dich auf den Torwart verlassen kannst, auf seine Aktion. Ist ja. bei einem Turnier wechselst du eben den Torhüter nicht nach einem oder zwei Spielen oder wechselst dauernd durch. Das ist so, Nein. Torhüterposition ist eine Position, wenn keine Verletzung passiert, spielt ein Torhüter, Torhüterin das ganze Turnier durch und es gibt ja auch keinen Grund zu wechseln. Wir wollen ja bei der ganzen Merle-Front, die immer wieder über uns dann reinbricht, wir wollen ja die Merle-Worms nicht schlecht reden. Mag sein, Nein. dass sie auch ein gutes Olympiaturnier gespielt hätte, aber der Trainer muss am Anfang des Turniers entscheiden. Er hat sich für Ann-Kathrin Berger entschieden. Und ich denke, sie zahlt es mit Leistung zurück, dass ihr Fehler passiert sind. Ja, sie ist trotzdem ruhig, souverän, sicher. Und sie war die Matchwinnerin gegen Kanada. Also jetzt einfach mal diese ganzen Kritiken und alles so ein bisschen sanfter oder niedriger kochen. Wir haben tolle Torhüterinnen. Wie gesagt, Merle hätte vielleicht auch eine tolle Olympia gespielt. Jetzt spielt aber Berger. Sie spielt sehr gut und sie ist unsere Nummer eins für dieses Turnier. Und da stehen wir jetzt auch hinter ihr. Und ja, und über das Elfmeterschießen und diesen Erfolg kann man sich ja bloß mit ihr freuen. Absolut. Und dass sie dann trotz dieser ganzen Entscheidung, das Hin und Her, das hat sie ja auch gekriegt. Die weiß ja, dass da kurz knapp wurde da entschieden, wahrscheinlich, dass sie dann den Elfmeter dann auch noch verwandelt, so eiskalt. Also das zeigt doch auch ihre, wie eiskalt Frau ist, ja. Und ich habe ja Ja. mit ihr ein Interview beim DFB geführt. Es ist ein super toller Mensch. Natürlich, Merle auch. Mit Merle konnte ich leider nicht sprechen, ja. Ich saß ein bisschen weiter weg. Ich habe mit Ann-Kathrin Berger sprechen dürfen. Sie ist unwahrscheinlich, ja, einfühlsam. Wir haben über meine Schilddrüsenunterfunktion gesprochen. Da hat sie gesagt, du, Klaus, sagt sie, one apple a day, hast du keine Probleme mehr. Das sind so Sachen, ja, da geht sie dann auch auf den Gesprächspartner ein. Das Ja, ist sie einfach wirkt so. halt, sage ich jetzt mal, wenn man sie so sieht und sie nicht kennt, ja, also ich maße mir an, sie nicht sagen zu müssen können, ich kenne sie nicht, aber so wie sie auf jemanden wirkt, wirkt sie halt sehr distanziert und zurückhaltend und ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen hart irgendwie so. Ja, hart, ja, Ich glaube, genau. das, ne, also das ist aber auch vielleicht so eine Fassade. Wenn du mit der vielleicht abends ein Bier trinken gehst, ist das ganz anders, ja. Da, ne? Aber
in der Öffentlichkeit, wenn sie da auftritt, irgendwie, also jetzt nicht in so einem 1-1, wenn du mit ihr sprichst, sondern wenn du sie nur so siehst, wirkt sie doch sehr distanziert auch zum Teil. Naja, aber Und bei das der ist, glaube ich, der Unterschied zwischen ihr und Merle Fromms oder sowas, die da, ich sage jetzt mal, ein bisschen mädchenhafter ist, irgendwie vom Typus her. Das ist also jetzt nicht falsch ja, verstehen, man kann irgendwas, wie es ich es vielleicht mal richtig wiederholen. ausdrücken Also, soll. es war auf dieser Ja. Pressekonferenz, das war ja ein großer Saal, da saßen überall die Spielerinnen an ihren Tischen und alle waren bombardiert mit Medienleuten. Und Ann-Kathrin Berger, FC Chelsea, ganz alleine. Da habe ich gedacht, da gehst du da erstmal hin. Da habe ich gedacht, darf ich mich zu dir setzen? Dürfen mir überhaupt du so sagen? Ach klar, das ist kein Problem. Ich bin die Ann-Kathrin. Ja, ich bin der Klaus. Und dann ganz natürlich, ganz offen, ganz tolles Gespräch. Wirklich. Und jetzt hat sie richtig gefreut, dass ich da mal hingesetzt habe. Auch Ja. weil es gab ja so Starspielerinnen dann auch, wo dann eben die sich Klar. Svenja Roth und wer alles damals da war. Ja. Okay. Ich kann noch beitragen, ich habe sie in Chelsea erlebt, als ich bei Heimspielen von Chelsea mal war. Und ja, sie ruht in sich. Aber sie ist jetzt kein Temperamentbündel, aber nach dem Spiel geht sie eben auch noch ihre Runde ab zu den Fans. Und ich habe ja so von weitem dann gerufen, oh, Anne, a photo please for a fan from Germany. Und dann kam sie natürlich. Na, also diese ja, vielleicht etwas kühlere Ausstrahlung, die sie so hat, ja, sie ist eine ganz nette Person, um es mal so rund zu sagen. Ja, Ja. und Merle, und dann Merle, bevor wir dann uns wieder in den Nesseln setzen, natürlich ist Merle Fromms auch eine ganz liebe, nette, ja, keine Frage. Aber ich habe noch mit Merle nicht sprechen können dürfen. Ich habe eben halt nur mit ihr das Glück gehabt, mit Ann-Kathrin zu sprechen, und deswegen kann ich da nur von berichten. Gut, zu dem Spiel ist weiter nichts zu sagen. Wir drücken fest die Daumen, dass auch alle fit sind, dass ja, dass auch Poppy wieder fit ist, das Kratzen im Hals, das kriegt man bestimmt wieder weg. Ne? Ja. Und dass wir dann gegen die USA spielen. Was denkt ihr denn? Wie geht's mit den USA? Was für ein Spiel erwartet ihr? Wechsel in der Startelf? Ich habe gesagt, ich persönlich erwarte keinen Wechsel in der Startelf. Also Nö. wenn es keiner erzwungener ist, sage ich jetzt mal, durch dass das Kratzen im Hals mehr wird oder irgendwas anderes, was kurzfristig sich ergibt, wie gegen Sambia Hegering da ausfiel oder sowas kurzfristig. Linda. Also erwarte ich da auch, ja, Sarah Linder wusste man ja schon, das war ja schon da vorher bekannt. Aber ansonsten erwarte ich da eigentlich auch keine großen Änderungen. Also. Und ich glaube, ja, sie wissen, was sie verkehrt gemacht haben und hoffe, dass sie das ändern, ne, zum Ja gut, Spiel beide in der Mannschaften werden sich Gruppenphase. gegenseitig analysiert haben, denke ich mal. Es Ja. wird ein total anderes Spiel. Deutschland wird defensiver agieren. Natürlich wird die Räume eng machen, damit die Spielerinnen von Amerika, die schnellen, wie Rodman oder Lavelle Smith, wie heißt die, Swansea, wie heißt es, Hilary Swansea, Smith. ne? Dass die eben halt nicht durchkommen, ja. Dass die eben halt die Ja. Räume nicht bekommen, da durchzustoßen, durch die Ketten. Also muss ich das Mittelfeld mehr zurückziehen, muss die Räume eng machen. Ich glaube, das schaffen die auch. Ja, man muss ja gucken. Also ich denke mal, Japan hat es ja irgendwie ganz gut hingekriegt bis zur über 100. Minute. Ja, die haben es mit 1-0 halt verloren. Ne? Die haben sich da, Ja. so musst du auch gegen Amerika spielen. Du musst dich Ja. ja nicht ganz verstecken, aber immer wieder so Ja, musst aber nachstechen. trotzdem versuchen, vorne deine Chancen zu kreieren und vielleicht hat ist auch das Quäntchen Glück Genau. da und dass mal einer über die Linie geht und nicht über oder neben das Tor oder wo auch immer hin. Jetzt habe ich mal so ein bisschen geguckt. In Deutschland geht mit 7-5 Tore, also 7 geschossene, 5 Gegentore in dieses Spiel. Die USA hat 10-2 Tore. Ist natürlich doch, ja, deutlich 10 und dann nur 2 reingekriegt, davon aber 1 in Deutschland. Keine Niederlage hat die USA, folgedessen, und die Deutschen haben eine Niederlage. Zählt das? Ja gut, von den 10 Toren sind 4 von uns. Also
Ja. Viele Klar. haben aus dem Spiel sicher gelernt. Und ich glaube, dass wir nicht so offensiv spielen werden und ja, halt versuchen werden, den schnellen Amerikanerinnen nicht so viele Räume zu bieten, dass die einfach mit sagen wir, mit diesem Geschwindigkeitsüberschuss nicht ständig für Gefahr sorgen. Bei den USA sind zwei Defensivspielerinnen noch fraglich, die Tierna Davidson, die ja gegen uns früh ausgewechselt werden musste und dann zwei Spiele verpasst hat. Und im Spiel gegen Japan ist er in der 120. Minute Emily Fox ausgewechselt worden mit einer Knieverletzung. Das ist die Ja, das ist Außenverteidigerin, okay. die Clara Bühl so abgemeldet hat. Ich habe jetzt gelesen, sie hätten beide trainiert heute, sowohl Davidson als auch Fox. Ob sie zur Verfügung stehen, ist aber noch offen. Also bei Emily Fox war die Sorge, sie hat schon zwei Kreuzbandrisse in ihrer Karriere hinter sich und mit Knieverletzungen, na, da war natürlich gleich ja, die Angst, da könnte etwas Schlimmeres sein. Aber wenn sie heute mittrainieren konnte, wie auch immer, im Mannschaftstraining oder zumindest Teile, ist ja hoffentlich nicht so schlimm. Ja, von der Aufstellung her erwarte ich auch keine Änderung, wenn es nicht verletzungs- oder krankheitsbedingt sein muss. Da wird Rubis sicher seine Mannschaft so belassen. Ich selber, ja, wie gesagt, ich würde Kathi Hendrik mal in Frage stellen, die kein gutes Turnier spielt. Vielleicht hier, wenn Hegering fit ist, mit Schulze Solano das probieren, aber wird nicht passieren. Und ich würde Jule Brandt eine Pause geben, weil sie einfach mir den Eindruck macht, überspielt oder Verpaced. ja, es kommt zu wenig bei rum bei ihren ganzen Versuchen, Dribblings und so weiter. Und mit Okay. einem 4-4-2-Mittelfeld, dann eben würde ich die Elisa Sens statt Jule Brandt bringen. Und wenn wir einem Rückstand nachlaufen, dann kann man mit einer schnellen Brandt immer noch mal für Gefahr für die Amerikanerinnen sorgen, die dann vielleicht auch ein bisschen müde sind und dann kommt sie mit ihrem Tempo vielleicht besser durch. Wären so meine Veränderungen, aber ich denke, es wird die unveränderte Mannschaft sein und an sich erwarte ich ein offenes Spiel. Also dieses 4-1, wir haben es ja letzte Woche diskutiert, war zu deutlich. So viel schlechter waren wir nicht. Wenn wir hinten nicht so viele Räume zulassen und vorne unsere Chancen, die wir hatten und die sie uns sicher auch wieder bieten werden, wenn wir die wenigstens mal effizienter nutzen würden, ist alles drin. Und warum soll man nicht gewinnen? Also, Also wenn es. nochmal zur Erinnerung an das Spiel, 10. Minute Smith, das 1:0, das war der Abpraller. Dann 1:1 Gwynn, dann Swanson, 2:1 in der 26. Smith in der 44. Minute, kurz vor Halbzeit, 3:1 Williams in der 89. Minute, 4:1. Ja, und Chancen hat man ja auch durch Lea Schüller, wobei man immer noch sagen muss, Lea Schüller ist mit 3 Toren noch unter den Top 10 oder 5 sogar der Torschützinnen auf dem Olympischen Turnier. So schlecht kann sie auch nicht sein. Und wer schon mal unter so einem Druck gespielt hat, das ist gar nicht so einfach. Wenn die Denke anfängt, da vor der Hütte, dann schießt man auch mal drüber oder daneben. Ja. Ist Das genau. zweite Halbfinale, ja, wie ist es denn? Brasilien. Brasilien spielt ohne Marta Ja. gegen Spanien. Die hat ja wegen der roten Karte, hat sie dann auch noch mal einen Drop gekriegt. Also ich gehe davon aus, dass Spanien, obwohl sie ein bisschen Probleme zwischenzeitlich hatten, dass Spanien das Spiel für sich entscheidet. Spanien Favorit, ganz klar. Aber wie viele Probleme hatten die gegen Kolumbien? 2-0 Ja, hin. ja, ja. Mit einer großen Chance zum 3-0 sogar. Und dann das 2-2-Ausgleichstor in der, glaube 97. Minute. Oh, Also, ja. ja, die standen also mehr als nur am Abgrund und sind ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen entzaubert worden. Also, man hat gesehen, Spanien ist tatsächlich doch auch schlagbar. Nicht Ja, so wie, natürlich. ja gut, durch diesen ganzen Lauf, wo sie haben. Und sie haben ja seit der Niederlage im Viertelfinale bei der EM, haben sie, glaube ich, alle Spiele gewonnen oder zumindest ungeschlagen, aber die sind auch zu packen. Jetzt Brasilien ist für mich die Überraschung da im Halbfinale und ja, irgendwie, dass die sich jetzt ins Halbfinale durchgespielt haben, in der Vorrunde wegen einem Tor ja nur weitergekommen. Also hätte Australien gegen
gegen Deutschland nicht 3-0, sondern nur 2-0 verloren, wäre Australien als zweitbester Dritter noch weitergekommen, Brasilien raus und jetzt schlagen die Frankreich. Also Ja. ich habe da das nur die zweite Halbzeit gesehen von dem Spiel Frankreich gegen Brasilien. Also die sind sehr körperlich, die Brasilianer, ja, also oder Brasilianerinnen und sehr nickelig und also Wir hatten ich auch viele glaube auch die gelbe Karten, also Schiedsrichterin, viele gelbe Karten ja, schon. aber die hat es trotzdem nicht so richtig im Griff gehabt, das Spiel irgendwo. Also ich glaube, man hätte da, ich weiß nicht, wie die erste Halbzeit war, aber man hätte da vielleicht schon auch mehr Ruhe in das Spiel reinbringen können müssen. Und dann sind die irgendwo, nachdem dieses 1-0 gefallen ist, dann sind die dem hinterhergerannt, dass die letzten, es war ja auch eine Nachspielzeit von 16 Minuten dann durch die längere Verletzungsunterbrechung. Und dann haben die natürlich, das hat auch irgendwo einer geschrieben, ja, die haben sich dann auch fallen lassen und sind liegen geblieben. Und die Torhüterin hat den Ball gehalten, dann hat sie sich fallen lassen und sie auf den Ball gelegt und so weiter. Ja, ob das fair ist, ja, solange es aber der Schiri nicht pfeift und der Torhüterin eine gelbe Karte gibt, ist es halt so, wie es ist. Auch eine Szene, da hat die eine Brasilianerin, ich glaube, die Katoto, die hat ja bald das Trikot ausgezogen, ja, oder also wirklich die Materialprüfung gemacht, ja, des Trikots, ja. Das war, keine Ahnung, einen halben Meter gezogen, ja. Aber das ist, glaube ich, die Spielweise der Brasilianerinnen und darauf musst du dich einstellen, ja. Und wenn du das nicht machst, dann hast du verloren, ja. Entweder, ich glaube, wenn du denen ordentlich auf den Füßen stehst, dann Die machen die keinen Stich. Spanierinnen, die können das aber auch. Also ich glaube, dass Brasilien, Spanien schon von der Physis her, dieser Körperlichkeit schon wehtun wird. Also im wahrsten Sinne des Wortes wehtun wird. Und die werden dann alles tun, um zu verhindern, dass Spanien in seinen Spielfluss kommt, in dieses Kurzpassspiel. Und ja, und so ja, mit Spielaufbau, Pass, noch ein Pass, noch ein Querpass, noch ein Pass. Und irgendwann eröffnet sich die Lücke. Und da werden die Brasilianerinnen, denke ich, immer wieder körperlich dagegen gehen, immer wieder einen Foul ziehen, immer wieder. Und dann auch raussetzt, es steht eben noch 0-0 oder sie gehen sogar in Führung. Und dann immer wieder Zeitverzögerung, Zeitschinden und da eine Verletzung und da wieder schwere Verletzung, die dann 2 Minuten dauert und danach rennt sie wieder weiter. Und so. Also ich fand es nicht schön, wie die gegen Frankreich aufgetreten sind und dass sie in der Vorrunde auch so knapp weitergekommen sind. Also ja, ich würde Spanien gönnen, dass sie ins Finale einzieht, auch weil es einfach spielerisch die bessere Mannschaft ist. Und jetzt ein Finale Spanien gegen Deutschland oder Spanien gegen USA, das wäre ja fußballerisch schon ein Leckerbissen, wo man sich richtig darauf freuen könnte. Okay, Ja. möchte ich zum Abschluss noch ganz kurz was sagen, und zwar zu den Übertragungen. Das Spiel wird bei ARD und Eurosport übertragen. Mit dem Hinweis, dass da immer noch andere Sportarten mit eingeblendet werden können. Komplette 90 Minuten, so hat der DFB bekannt gegeben, komplette 90 Minuten sieht man im Live Stream der ARD und ZDF, beziehungsweise Mediatheken. Ich habe selbst die Mediathek aufgerufen, kein Problem. Dann Ja. Eurosport auch über seine Webseite hat einen Livestream über das ganze Spiel. Also konzentrieren wir uns einfach mal auf das, was wir bekommen und schauen, dass das Spiel für uns gut ausläuft. Ich möchte auch nochmals zu den ja, Fangesängen sagen. Leute, es ist ganz normal, dass Fans mit einer Trommel sind und auch singen und auch laut singen. Es sind die Zebrinas, die man hört im Fernsehen. Es ist RB Leipzig, die man laut hört im Fernsehen. SC Sand hört man sehr oft auch. Deswegen muss man nicht schreiben. Steckt doch denen die Trompete ins Maul oder die Trommel. Wir brauchen solche Unterstützung oder die Mittelsbauern sollen unterstützen. Ja? Und alles andere, was so Nebengeräusche sind an den Eingängen, wie sich vielleicht der ein oder andere verhält, können wir nicht bewerten, geht nicht. Also kann ich nicht, keine Stellung zu nehmen. Aber wir brauchen diese Fans, die dahinter stehen, die schreien, die rufen.
und die Mädels unterstützen. Ja, und das Also ist wichtig und das gehört halt auch einfach dazu zum Fußball, ja, dass eine Unterstützung da ist und also ja, ob das also ich habe es ja mitgekriegt in Marseille, weil ich ja mit Doris Fitschen und Annette Seitz noch im Nachgang ja gesprochen habe, die das toll fanden, die den Fanmarsch da mitgegangen sind und das total toll fanden und dass das gemacht worden ist und dass da 200 Leute irgendwie oder was es waren, da zusammen ins Stadion gelaufen sind und das ist auch beim DFB sehr positiv angekommen, auch wenn diese beiden Personen privat da waren. Die waren jetzt nicht in Mission DFB unterwegs bei den Spielen. Die machen Urlaub in Frankreich und sind zu den Spielen gegangen. Die sind nicht, also als reine Privatmenschen da. Und das einfach toll fanden. Und dann sieht man ja auch, dass es auch beim DFB ankommt, auch wie der DFB den Fanmarsch in seine eigenen Sachen mit einbaut, in seine Öffentlichkeitsarbeit, also die tun das ja auch wertschätzen und die Spielerinnen tun das wertschätzen und ich glaube, das sollten auch wir Fans, die wir zu Hause sind oder an einer anderen Stelle im Stadion sitzen, wenn wir vor Ort sind, einfach sagen, es ist toll, dass es die Leute gibt, die das da auf sich nehmen und im ganzen Jahresurlaub da verballern, ja. Und wenn in einem Stadion von 30.000 3.000 dort sitzen und davon 100 meinetwegen von einem Fanclub und die laut schreien und trommeln und die Mikrofone dahin ausgerichtet worden sind, dann hört man sie halt. Besser eine Unterstützung als stumme Leute, die da sitzen. Man beschwert sich oft. Lass sie in Gottes Namen laut sein. Okay, dann würde ich sagen, für den heutigen Abend vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und das nächste Mal haben wir wieder wahrscheinlich eine volle Hütte. Also wie gesagt, der Alex, der war unterwegs, hat einen Lehrgang mitgemacht. Und unsere Natascha hatte ja eine private Audienz, ne, im Norden. Ne? Ja. Okay, alles klar. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.